Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von The Callisto Protocol. Wir sind hier bei Verwaltung A215 bzw. Freizeitraum A225 und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe das Gefühl, da vorne wird es weitergehen, denn da hinten haben wir einen kleinen dunklen Gang und meistens sind es ja die, genau die, wo ganz schön viel Zeug dahinter liegt bei diesen kleinen dunklen Gängen. Wir haben in der letzten Folge hier schon Revolvermunition gefunden. Komischerweise in einer Gefängniszelle. Sehr interessant. Hoppla. Und ich würde ganz gerne, bevor wir jetzt da hinten zum Freizeitraum weitergehen, mich hier nochmal ein bisschen umschauen, denn ich habe das dumpfe Gefühl, siehst du, dass auch hier hinten noch einiges rumliegen wird. Denn hier in diesem Spiel ist es immens wichtig, sich ein bisschen umzuschauen. Wir sind zwar nicht auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad unterwegs, sondern nur am mittleren. Nichtsdestotrotz, wir brauchen Munition, wir brauchen Credits, wir brauchen Gesundheit. Das ist das Wichtigste, um hier im Black Iron Gefängnis, zumindest in dieser Situation jetzt gerade, überleben zu können. Das heißt, wir gucken mal, was wir da unten so finden und werden dann schauen, was im Freizeitraum bzw. bei der Verwaltung da hinten noch so auf uns warten wird. Denn ich vermute mal, dort wird der Weg sein, der uns weiterführt. Denn wenn wir uns zurückerinnern, im Medizintrakt hatten wir... Achso, geht ihr nochmal nach unten... Hatten wir genau das gleiche. Ich hoffe, wir kommen hier auch wieder rauf. Irgendwie. Autsch. Scheiße. Ich hoffe, wir kommen da wieder irgendwie rauf. Schauen wir mal. Wenn wir uns zurückerinnern in den Medizintrakt. Hatten wir genau das gleiche. Einen langen, langen Gang, wo wir irrsinnig viel finden konnten. Ich weiß nicht genau, wo wir hier gerade sind. Ich glaube, mal wieder in einer Art Hochsicherheitstrakt. Und egal auf welche Zelle wir hier schauen, die Insassen fehlen überall. Warning, missing inmate. Achtung, der Insasse fehlt. Scheiße. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwo reinkommen können. Wir sehen natürlich wieder ganz schön viel Blut und Gliedmaßen am Boden. Die Zellen aber alle zugesperrt. Ich glaube, das wird nicht allzu lange dauern, bis wir hier irgendjemanden finden. Eine Box finden wir zumindest mal hier und die liegt natürlich genau auf der falschen Seite. Wusste ich doch, dass da einer kommt. Ach du Scheiße, zwei sogar. Wir haben kein Leben mehr. Oder fast kein Leben mehr. Alter Falter. Ich musste die jetzt irgendwie loswerden. Gott sei Dank, Gesundheitsriegel. 35 Leben ist zwar nicht viel, aber besser als nix. Eieieiei, wusste ich doch, dass da was auf uns zukommt. Okay, wir laden doch mal nach. Ich guck mal ganz kurz in unser Inventar. 12 Schuss haben wir. Nee, 14 Schuss haben wir sogar noch. Cool. Super, super, super. Wir haben noch 14 Schuss auf Reserve, das heißt 20 insgesamt. Alles klar. Ich habe übrigens dieses blaue Symbol gerade eben schon gesehen und habe da ein bisschen verschissen. Ich habe zwar gezielt, aber leider nicht getroffen. Aber das lernen wir schon noch. Das lernen wir schon noch. Keine Angst. Keine Ahnung, wo es hier hingeht. Ich hole mir jetzt mal die Kiste da hinten. Vielleicht ist das ja unser Weg nach draußen wieder. Das kann natürlich auch sein. Keiner mehr da von den Insassen. Naja gut, die haben wir ja gerade erledigt. Wahrscheinlich deswegen. Und überall Blut. Am Boden, an der Decke, an den Wänden. Überall. Na, das sieht ja schon mal schön aus. Revolvermunition und zwar insgesamt 10 Stück. Und auch noch einen makellosen Energieumwandler. Super. Der bringt uns bestimmt ein bisschen mehr, wenn wir ihn eintauschen. Nicht nur diese 100 Credits und 12 Schuss für den Revolver kosten schon 120. So. Na gut, schauen wir mal, wo wir hier hinkommen. Wir brauchen also irgendwann wieder dieses Reforge, diesen 3D-Drucker, um uns dann dort
ein bisschen mit den Credits auseinanderzusetzen. Wenn wir dort nämlich dann, hoppla, den makellosen Energieumwandler verkaufen können. Hoppla, das wollte ich nicht. Dann können wir uns bestimmt noch ein paar geile Upgrades holen. Für unseren Revolver, vielleicht auch sogar für unseren Elektroschlagstock. Super, super, super. Wo sind wir denn jetzt hier? Aha. Ah, hier sind wir jetzt. Technikluke A203. Ach so. Guck mal, da oben sind wir wieder rausgekommen. Hier sind wir nämlich gerade durchgestiegen. Cool. Das heißt, das hat sich sehr wohl gelohnt, ein bisschen anzuschauen. Achso, warte mal, da sind wir runtergestiegen. Hier müssen wir nochmal durch. Das hat... Ich bin immer wieder doof und drücke Leertaste für Springen, aber ich muss ja eh drucken. Das hat sich definitiv gelohnt, da unten ein bisschen zuzuschauen, was wir da so finden können. Nice, nice, nice. Und ich kann das nur jedem ans Herz legen, der dieses Spiel spielt, unbedingt schauen, was man hier alles so sammeln kann. Es gibt wahnsinnig viele Sachen, die abseits vom Hauptpfad liegen. Und die sollte man sich definitiv mal gönnen. Denn wir haben jetzt alleine, ich denke mal, wenn wir den makellosen Energieumwandler für 200 zurückkriegen und nochmal 10 Schuss Munition bekommen haben, uns definitiv schon mal weit nach vorne gebracht, was die Zukunft bringt. Nice. So, gucken wir mal. Freizeitraum. Brennt gerade lichterloh. Ein paar Bücher haben wir hier, ein paar Schreibtische haben wir hier. Der Großteil abgedeckt und natürlich ein paar tote Soldaten haben wir genauso hier. Eieieiei, da quillen schon die Organe aus dem raus. Pfui, 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 pfui. Jetzt wäre natürlich interessant zu wissen, wenn sich jemand ansteckt bei diesem Virus oder bei dieser Seuche, was auch immer hier gerade durch die Luft geht, was auch immer diese Menschen zu Zombies mutieren lässt. Was muss man denn haben, um dann zum Zombie zu werden? Und was muss man haben, um einfach zu sterben? Denn wir sehen ja hin und wieder auch ein paar Leute, die noch alle Gliedmassen dran haben, die noch den Kopf dran haben, die einfach nur am Boden liegen. Ich bin schon wieder dumm. Und gestorben sind. Die müssten sich ja theoretisch auch verwandelt haben. Außer, du wirst nur zum Zombie. Und das kann es wahrscheinlich eher sein, wenn dich ein Zombie erledigt. Wenn dich ein Zombie erledigt, wirst du zum Zombie, wenn du stirbst. Wenn dich aber ein stinknormaler Gefängnisinsasse erledigt, dann wirst du auch nicht zum Zombie, denn du kannst ja den Virus nicht übertragen. Oioioioioi, das wird's wohl sein. Okay, schnell weg hier. Komm mal da runter. Na toll, der nächste. Beweg dich leise. Hier kommen wir nicht weiter. In der Luke wartet einer auf uns. Ich glaube, der Security-Roboter macht nicht wirklich was. Der ist außer Gefecht. Der kann uns nichts mehr anhaben. Ui, aber da vorne haben wir wieder ein paar. Büro A232. Ist das wieder einer, den wir möglicherweise durch einen Selfkiller erledigen können? Okay, es sind zweimal dieselben sogar. Okay, mit Selfkill wird das wohl nichts mehr. Na, wobei, sagt das nicht. Vielleicht haben wir Glück und das funktioniert tatsächlich. Okay, probieren wir mal unser Glück. Vielleicht haben wir tatsächlich Glück und können die hier töten. Wobei das mit Stealth Kill wahrscheinlich so schnell nicht funktionieren wird. Der wird uns sehen. Und weg mit dir. Der hat uns tatsächlich.
Alter Falter, jetzt wissen wir, warum denen der Kopf fehlt. Ach du Scheiße. Ich muss zugeben, das ist gar nicht mal so blöd, wenn man hier stirbt. Da sieht man nämlich irrsinnig keine Todesanimation. Holla, die Waldfee. Der hat uns den kompletten Schädel aufgerissen. Wow. Okay, schaffen wir das, die irgendwie lautlos zu erledigen? Ich weiß nicht genau. Ja. Super. Einer weniger. Was hast du dabei? Gesundheitsriegel. Noch besser. 35 Leben. Perfekt, perfekt. Warum? Bin ich durch? Ich kann sie nicht öffnen. Du musst die Zugangsdaten finden. Such in der Umgebung nach toten Wärtern. Finde eine Wärterleiche. Alles klar. So, und ich würde sagen, den holen wir uns auch gleich mal als Stealth-Kill, oder? Wenn wir schon mal dabei sind, dann können wir ja ruhig mal einen Doppelkill draus machen. So, gerade eben noch gestorben und jetzt ohne Schaden durchgekommen. Super. So, Bein haben wir abgetreten. Es bewegt sich noch. Pfui, pfui, pfui. Eine Wärterleiche sollen wir finden. Vielleicht da hinten? Müssen wir mal gucken. Schauen wir uns mal hier um. Was ist das hier für ein Raum? Büro A232. Mhm. Ist hier eine Wärterleiche? Sieht nicht unbedingt danach aus. Keep this area clean. Boah, sieht gut aus. Muss man nicht säubern. Sieht alles gut aus. Up to a challenge. Okay. Die suchen neue Officer. Aber da muss doch eigentlich schon Officer sein, um hier in diesen Raum reinzukommen. Also wieso hänge ich hier so ein Plakat auf? Ich bin doch schon ein Officer hier. Oder vielleicht für das Reinigungspersonal oder irgendein Wartungspersonal oder sowas. Irgendwie muss man das ja auch instand halten, das Ganze hier. Wahrscheinlich deswegen, damit sich die Leute hier bewerben. Weil Personalmangel gibt es wahrscheinlich auch noch im Jahre 2320. Auch wenn dann schon viel durch künstliche Intelligenz übernommen wurde, vermute ich mal. Aber sonst findet man in diesem Büro überhaupt nichts. Da sind eigentlich überhaupt keine Sachen. Das Bücherregal ist leer, die Akten sind leer, alles ausgeräumt. Vielleicht alles vernichtet. Das kann natürlich auch sein, dass hier schnell noch alles vernichtet wurde, bevor es zum Ausbruch kam. Wäsche B202 geht nicht weiter. Hm. Hier liegt ein Wächter. Hab einen. Ich hoffe nur, du greifst mich nicht an, mein Freund. Schneid mit der Klinge das Implantat raus. Moment, was? Geht leider nicht anders. Nur so kommst du durch die Tür. Ekelhaft. Hier drin tut man, was man tun muss. Dieser Ort hat die Macht, dich zu verändern. Ich habe keine Wahl. Die Häftlinge sind durchgebrochen. Ich muss dir die Tür versiegeln. Hört mich jemand? Ja, Officer Chang. Warden Cole? Wo sind Sie? In meinem Turm. Ich beobachte. Was? Warum? Was passiert hier? Das Ende einer langen Reise. Na, das klingt ja schon mal sehr mysteriös. Und sein Gefängnis, das Black Iron Gefängnis, Warden Cole ist ja der Gefängnisleiter, der Gefängnisdirektor hier, geht gerade vollends den Bach runter. Die Wächter haben keine Kontrolle mehr, Ferris hat keine Einheiten mehr, die er irgendwo hinschicken kann, um den nächsten Aufstand abzuwehren. Und Warden Cole, der Gefängnisdirektor, steht im Wachturm, völlig ruhig. Und sagt, das ist das Ende einer langen Reise? Das klingt aber schon sehr interessant, Freunde. Das klingt definitiv schon sehr interessant. Mal ganz kurz gucken, ob wir da vielleicht was rausfinden können über ihn hier. Eric Jane ist das. Officer Jane erhielt verdienstvolle Anerkennung für ihren Dienst während des Absolution-Arbeiteraufstands auf
10, 2, 3, 10? Oder auf Io 2310? Weiß ich nicht, vielleicht auch ein anderer Planet. Markiert für Anwerbung für Sondereinsätze. 2315 zum Spezialkommando der Haftanstalt Black Iron transferiert. Also seit 5 Jahren hier tätig, am 17.05.2291 geboren. Und zwar in Jin Yeju City in Ganymede. Einem anderen Mond, oder Ganymede, ich weiß gar nicht, wie der heißt, einem anderen Mond hier vom Jupiter. Cool. Achso, Schlüsselcode-Hinweis. Laut Anweisung 1a wurde Zugang zum Schuhmedizinflügel zur kinetischen Zelltransfersystem-Wartungsbucht vom Black Iron Prison Sicherheitsnetz genommen. Alle Anmeldedaten werden jetzt direkt auf die zivilen oder UJC-BIP ausgestellten Implantate geladen. Laundry B202, Wäsche B202. Alles klar, dafür haben wir den Schlüssel. Cool. Es gibt ja also ziemlich viel zu entdecken. Ich vermute mal, das sind alles die Sammelobjekte, die wir hier finden können in diesem Kapitel. Und das ist ja dann wirklich ganz schön viel. Dann sind noch 7 weitere Sammelobjekte hier. Krass. Muss mal ganz kurz gucken, wann taucht denn das nächste auf? Hab hier eine Liste neben mir. Okay, alles klar. Das heißt, mit seinem Chip, ich gehe mal ganz kurz wieder weg, verschließt sich das dann wieder? Nee, also es ist einmal aufgeschlossen und bleibt aufgeschlossen. Alles klar. Ich bin auch immer sehr aufgeschlossen. Lokalisiere den Medizinbereich. Okay, mit dem Lift werden wir nirgendwo mehr hinfahren. Lift B208 ist gerade von oben nach unten durchgeschossen. Ich weiß nicht, wie tief es da runter geht, aber das hat sich schon angehört, als würde es da noch ein bisschen in die Tiefe gehen. Scheiße. Wir sind in Block B1. Ist schon fast ein bisschen zu ruhig hier wieder. Oh je. Ein Speicherpunkt. Nichts drin. Keiner da? Kommt der raus? Hallo, hallo. Ich glaube, wir sind hier wieder in so einer Art... jetzt hört man den Namen gar nicht ein. In so einer Art... Wie hieß das denn? Isolationstrakt, genau. Okay, der da unten, dem geht's nicht mehr so gut. Der hier ist auf Kampf aus. Können wir den erschießen? Ne, will ich gar nicht. Sparen wir lieber Munition. So, der Wäschetrakt. Na, das sieht man ja hier schon mal. Da können wir jetzt die blutige Wäsche waschen. Ich habe ein bisschen Schiss, dass der dort rauskommen kann. Okay, da ist nix. Hier ist sonst nämlich auch nichts. Können wir das hier öffnen? Ich würde ja gerne mal alle Kisten öffnen, um zu gucken, ob da was drin liegt. Aber in den wenigsten ist was drin. Und die wenigsten können wir leider auch öffnen. Der Großteil geht hier gar nicht zu öffnen. Okay, wir sind hier in der Wäscherei. Wäscherei betrieben auch von den Insassen, so wie es aussieht. Hin und wieder sieht man eine Häftlingsleiche, wobei die gekämpft haben können, genauso hier drin. Nachdem das hier alles den Bach runtergegangen ist. Da oben fährt noch die Wäsche durch. Wahrscheinlich alles schon fertig zum Abräumen. Nur kümmert sich natürlich jetzt keiner mehr drum. Und da ist sie. Die Häftlingskleidung, die Wärterkleidung. Ist es eigentlich normal, dass... Ha! Dass die Wäsche von den Häftlingen gewaschen wird? Ich weiß es nicht. Na, komm! Arschloch! So! Achso, der geht ja noch weiter. Der will noch ein bisschen was. Ohne Kopf kämpft sich trotzdem noch ganz gut anscheinend. Alles klar. Weg bist du, mein Freund. So, wo geht's denn hier jetzt hin? Alter, wie viele Wäschewagen hier rumstehen. Alter Falter. Na gut, war ja auch ein riesiges Gefängnis. Ist ja logisch. Oh,
Na, guck mal die kleinen Details wieder an. In einem dieser Wäschesäcke hängt eine Leiche drin. Und es tropft nur noch Blut raus. Kann das vielleicht sein, dass hier durch die Wäschesäcke möglicherweise irgendjemand aus dem Gefängnis geschmuggelt werden sollte? Und währenddessen ist halt hier dieser Virus ausgebrochen. Oh, Jemini. So, welche Tür sollen wir öffnen? Die hier oder die hier? Ich weiß es nicht genau. Ich mach mal da hinten weiter. Ist das richtig? Ich glaube, wir speichern lieber mal, bevor wir jetzt hier gleich eine Scheiße machen und dann irgendwo landen, wo wir vielleicht nicht hin sollten. Wir kommen ja wieder rauf, hoffe ich. Okay, wir sind hier unten bei der Waschmaschine angekommen. Ebene B2, Wäscherei. Da wird die Wäsche gewaschen. Anscheinend dreht sich sogar noch so eine Wäschetrommel irgendwo. Mhm. Dieses Band steht still. Büro B111. Auch hier ein kleines weiteres Büro. Alles noch Teil der Wäscherei und man sieht hier schon allein an der Anzahl an Waschmaschinen, die es hier gibt, dass hier definitiv ordentlich viel Wäsche gewaschen wurde. Aber auch hier unten war niemand sicher. B111. Da hinten ist Büro B112. Wir gucken mal das an und dann gehen wir mal durch den kleinen Durchgang hier. Boah, überall Blut. Ich weiß nicht genau, was das hier heißen soll. Sixers? Slixers? Weiß ich nicht genau. Haben wir, glaube ich, schon mal gesehen, dieses Graffiti mit Blut auf dem Boden geschmiert. Damals war es, glaube ich, an der Wand. Follow the blood. Folge dem Blut. Eieieiei. Also entweder da ist noch jemand in den letzten Minuten durchgedreht oder es gibt vielleicht auch ein paar von denen, die ein bisschen mehr drauf haben. Als die stinknormalen Zombies, die uns hier immer wieder begegnen. Die vielleicht sogar noch reden und schreiben können. Cool. So, gleich nochmal ein bisschen Leben mitgenommen. Ich glaube, jetzt sind wir voll. Ich kann es nicht oft genug sagen, wie gut es ist, sich immer mal wieder ein bisschen umzusehen. Oh Gott, das nächste Implantat. Ich musste mich zurückziehen. Es waren zu viele. Sie haben meinen gesamten Squad gefangen genommen. Sie müssen jemanden schicken. Ich weiß nicht, wie lange diese Tür noch halten wird. Holt ihn euch! Nein! Nein! Alles klar, ein Ganganführer war hier unten mit seiner Gang unterwegs und der Wächter war wohl der Einzige, der hier unten noch irgendwie auf Seiten der Wärter stand. Er war der letzte Überlebende und ich vermute mal, wir wissen ja so circa, wie das in einem Gefängnis abläuft, dass sich dort auch Gangs bilden, die untereinander Streitigkeiten haben, die untereinander Kämpfe führen. Und wenn jetzt dann schon mal die... Inventar voll, willst du mich verarschen? Wenn jetzt schon mal makellose Energieumwandler... So, ich bringe das jetzt ganz kurz mal zu Ende. Wenn jetzt schon mal die Möglichkeit besteht, nachdem ja die Ordnung hier nicht mehr wiederhergestellt werden kann, für diese verschiedenen Clans, für diese verschiedenen Gangs, die sich hier gebildet haben in diesem Gefängnis, für Revanche zu sorgen, andererseits gegenüber ihren feindlichen Gangs und andererseits aber auch den Wärtern, dann nutzen die natürlich die Gelegenheit, ganz klar. Der Großteil davon mutiert sowieso irgendwann mal zu einem Zombie, denn gegen die Wärter kommen sie vielleicht noch an. Die sind eingeschüchtert, aber dem Zombie ist das wurscht. Wir haben gesehen, wie der eine durchtritt und der ist in der Zelle drin. Es gibt hier genügend, die frei rumlaufen. Also von dem her,
Wage ich zu bezweifeln, dass da viele überleben. Von dieser Gang, vielleicht auch irgendwo ein paar Vereinzelte, aber der Großteil läuft mittlerweile schon als mutierte Person da unten herum, als Zombie. Ja, und die Wächter sind dann auf sich allein gestellt, denn wir haben es gehört, als wir da oben im Wachturm waren, es gibt keine Unterstützungseinheiten mehr. Der Großteil befindet sich auf der Flucht und hat den Rückzug angetreten. Hier ist niemand mehr, der das Ganze irgendwie ins Lot bringen kann. Und wir haben gerade gehört, die Nachricht von Officer Priot Matos, das war er hier, auch sein Status natürlich tot. Er wurde geboren in Absolution. Io ist also ein Planet oder ein weiterer Mond. Wir haben bei dem anderen Officer davon gelesen und ist auch natürlich eher Justizvollzugsbeamter. Am 30.07.2284 geboren. Finde ich übrigens cool, dass das hier tatsächlich auch alles steht. Geburtsdatum, Ort, Beruf. Cool, dass wir so viele Informationen hier haben. Und es geht um Officer Priot Matos. Officer Matos wurde 2312 direkt nach der Akademie vom BPI rekrutiert. Während ihn erste Berichte zur Kündigung einstuften, ergab ein psychologisches Gutachten, dass er für das Projekt und die damit verbundenen Bedingungen gut geeignet sei. Warden Norton zeigte besonderes Interesse an ihm und Warden Norton ist dann wahrscheinlich der, der früher mal hier das Sagen hatte, vor Warden Cole, der ja jetzt hier der Chef ist. Das Projekt. Ein psychologisches Gutachten hat ihn eingestuft, dass er für das Projekt und damit die verbundenen Bedingungen gut geeignet ist. Hier steckt definitiv mehr dahinter. Das ist nicht einfach so passiert, habe ich das Gefühl. Achso, warte mal. Ich wollte hier nochmal gucken, ob wir irgendwas in unserem Arsenal vielleicht loswerden könnten. Wir haben hier immer noch den makellosen Energieumwandler. Aber das brauchen wir, den Gesundheitsinjektor. Nee, weißt du was, da lasse ich den zurück. Es tut mir wahnsinnig leid, ich würde den natürlich liebend gerne mitnehmen, genauso wie die Munition, aber es geht leider nicht. Ich will nicht die Gesundheitsinjektion hier zurücklassen, denn die werden wir definitiv brauchen. Die werden wir definitiv brauchen. So viel kannst du schon mal, da kannst du dir schon mal sicher sein. So, einmal hier durch, mal schauen, ob wir hier noch was finden können, wobei wir eh nichts mehr mitnehmen dürfen. Hoppla. Ich finde es immer wieder amüsant, wie oft ich doch die falsche Taste drücken kann. Noch ein paar Credits. Die nehme ich gern mal mit. Cool, 1423, das läuft ja. Super. So, da hinten gibt es nichts außer eine Häftlingshose. Und selbst hier drin ist Blut. Egal wo die waren, überall gibt es Tote. Ha! Du Scheißding, du. Und ich hab noch gesagt, warum dreht sich denn diese eine Wäschetrommel hier? Und jetzt habe ich gesehen, wir können sie sogar öffnen. Ja, selbst das können wir nicht öffnen. Schade. Eieieiei, vielleicht ist ja das der Grund, warum die Leute hier mutiert sind. Vielleicht mutieren sie ja genau deswegen, wegen diesen komischen Schnecken. Kleinen Schlangen? Ich weiß nicht genau, was das sein soll. Irgendwelche Maden möglicherweise? Theoretisch gibt es einige Erklärungen. Aber vermutlich nur eine Wahrheit. So, die Tür geht hinter uns zu. Und es geht nach unten. Wartung B414. Sollen wir hier durch? GRP in use. Ah, GRP, das sind diese Dinger, wo man einen Menschen aufheben und durch den Raum schleudern kann. Als wir nämlich im Wachturm waren, ihr erinnert euch vielleicht, hat uns Officer Ferris, der Gefängnis... stellvertretender Leiter, also der Leiter, der Wächter wahrscheinlich, so in etwa kann man seinen Beruf, denke ich mal, beschreiben. Oder steht das nicht auch hier? Müsste ja theoretisch auch hier stehen. Sein Beruf. Hier. Justizvollzugsbeamter, alles klar, steht nur das da, nicht mehr. Okay. Wo war ich? Genau, der hat ja auch so einen Handschuh gehabt und hat uns dann aufheben können, durch die Welt schleudern können. Das ist dann wohl dieses GRP. Was auch immer das heißen mag, ausgeschrieben, keine Ahnung.
So, was ist da vorne? Vorrat B226? 426? Wir schauen mal hier. Wie gesagt, also es ist immer ein bisschen tricky. Oh Gott. Ein bisschen tricky rauszufinden, wo wir jetzt dann tatsächlich weiterkommen und wo es eigentlich nicht weitergeht. Aber wir müssen uns mal halt alle Wege angucken. Schauen wir mal. Ich möchte liebend gerne alles entdecken. Da war doch einer, oder? Niemand? War da nicht gerade einer? Na nü? War hier nicht gerade jemand? Was haben wir hier denn? Noch einen makellosen Energieumwandler. Alter, wie viele finden wir denn von denen hier? Vorrat B426, da kommen wir nicht rein, leider. Hier geht's auch wieder irgendwo hin. Und hier oben wird's auch wieder irgendwo hingehen. Ich speichere nochmal. Sicher ist sicher. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Guck mal, da geht's um unseren Elektroschlagstock. Wie gesagt, Freunde, ich bin nur hier, um mich ein bisschen umzusehen. Ach, hier sind wir wieder. Einmal drumrum gegangen. Cool. Sehr schön, gibt's ein paar Credits dafür. Na gut, ich glaube, da kommen wir nicht drum rum. Ich will gar nicht schießen. Ja, ich blende dich, mein Freund. Ja, war's das mit dir? Ich glaube, das war's mit dir, mein Freundchen. Hoi. Guck mal. Das halbe Hirn klebt hier an der Tür. Hallöchen. Super. Gleich mal nachladen. So, und was gibt's hier? Auch irgendwelche spannenden Sachen oder eher nicht so? Oh Gott, das ist ein irrsinnig langer Gang. Ich habe irgendwie das Gefühl, sind wir hier noch richtig? Also sind wir hier noch falsch, muss ich ja fragen, denn ich würde ja gerne erstmal den falschen Weg gehen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl... Ist das tatsächlich noch der falsche Weg oder hätten wir vielleicht doch eher mal den anderen Raum begutachten sollen? Ich habe nämlich so das dumpfe Gefühl, dass das hier nicht mehr nur unbedingt zum Looten da ist. Wo zum Teufel sind wir hier? Wir können doch mal laden. Überhaupt kein Problem. Da würden wir wieder nach oben klettern können. Wo zum Teufel sind wir hier? Was ist das für ein Raum?
ist das für ein Raum? Ist das hier der Kommandobunker? Ich habe keine Ahnung, was das hier für Symbole sind. Sind das Symbole des Gefängnisses? Black Iron? Könnte hinkommen mit den Gitterstäben und so? Interessant. Ich glaube, das ist hier eher so eine politische Einrichtung. Kann das sein? Ich meine, gut, die werden natürlich auch ihre Chefs haben und ihre... möglicherweise sogar Aktionäre. Wir wissen es ja nicht, was die nicht sonst so alles betreiben. Die werden wohl nicht nur dieses eine Gefängnis hier betreiben, sondern viel, viel mehr. Entweder mehrere Anstalten oder vielleicht auch noch irgendwas anderes. Aber... das sieht mir hier sehr nach, ich sag jetzt mal so, Vorstandsbüro aus. Interessant. Sehr interessant. Das wird mein letzter Log-Eintrag von hier aus sein. Die Renovierungsarbeiten am Turm sind fast abgeschlossen. Und das Programm? Reaktiviert. Dr. Mahler leitet es. Und was wollen Sie erreichen? Ergebnisse. Nach jahrzehntelangen falsch durchgeführten Forschungsarbeiten. Verstehen Sie das nicht? Evolution passiert nicht im Labor, sondern in der Welt. Aha, aha, aha. Und ich glaube, da müssen wir jetzt nicht mehr lange herumrätseln, warum es zu diesem Ausbruch kam. Ich glaube, das wissen wir spätestens jetzt nach dieser Audiobotschaft. Hier wurden nämlich irgendwelche Experimente durchgeführt auf diesem Mond in dieser Einrichtung. Und ganz ehrlich, es ist ein toter Planet, hier gibt es nichts außer das Gefängnis. Und irrsinnig viele Gefangene. Unter anderem eben auch wir. Da kann man schon ein paar Tests durchführen, ohne dass gleich die Welt davon weiß. Und selbst wenn alles den Bach runtergeht, wie hier jetzt gerade, die sind immer noch auf einem Mond. Und hier kann eigentlich niemand entfliehen, wenn wir ehrlich sind. Die haben irgendwelche Tests durchgeführt, und zwar nicht erst seit gestern, schon wahrscheinlich seit Jahren oder Jahrzehnten, vielleicht auch sogar schon mit dem vorherigen Gefängnisleiter, mit Norton hieß er ja, oder sie, weiß ich gar nicht. Ich glaube, das ist hier entweder einfach nur das Büro von dem jetzigen Gefängnisleiter, von Warden Cole, mit seinen Stellvertretern, hier unten vielleicht. Vielleicht war Ferris, der Leiter der Wächter, auch hier. Vielleicht ein paar andere Stellvertreter. Vielleicht irgendwer für Finanzen beispielsweise. Irgendwer für Wirtschaft. Und hier sind vermutlich dann die gesessen, die mit ihm Geschäfte gemacht haben. Denn diese Projekte, die müssen sich ja auch irgendwie finanzieren. Und ich vermute mal, ein paar Geldgeber wird er schon gehabt haben. Die große Frage ist halt, woran haben die geforscht? Woran haben die geforscht, dass das alles jetzt so aussieht, wie es aussieht, denn selbst in diesem Raum ist überall Blut. An den Wänden, auf den Tischen, an den Stühlen, auf dem Boden, überall klebt Blut. Das hier sollte, denke ich mal, so auch nicht ausschauen mit den abgerissenen Fahnen, mit den abgerissenen Flaggen, die hier hängen. Hier hat sich definitiv auch schon mal jemand reingeschlichen. Ins Büro des Direktors. Und da soll noch mal einer sagen, liebe Freunde, es ist nicht wichtig, sich mal ein bisschen auch abseits des Hauptpfades umzuschauen. Noch ein makelloser Energieumwandler, das gibt's ja nicht. Wie viele finden wir von denen denn noch? Krass. Krass, 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 krass. Ich glaube, jetzt müssen wir nicht mehr lang rumrätseln, wie es zu diesem Ereignis kam. Das wissen wir jetzt. Die haben hier Experimente durchgeführt, und zwar seit langer, langer Zeit. Er konnte sich hier mit seinen Geldgebern, mit seinen Sympathisanten treffen, in diesem unterirdischen Büro, von dem ja, denke ich mal, niemand wirklich wusste. Nicht mal wir wussten, wo wir hier hinkommen. Und so wie es aussieht, ist dieses Projekt jetzt beendet. Denn wir haben noch die letzte Erinnerung von ihm im Kopf. Und da war er ja ganz ruhig auf der Kommandobrücke und hat gesagt, tja, das ist das Ende einer langen Reise. So, mal gucken, wo wir jetzt hier wieder sind. Werkstatt B415. Ah, hier. Vorrat B426. Genau, da sind wir gerade eben nicht durchgekommen.
Raus kommen wir schon wieder, weil wir von unten kommen. Krass, 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 krass. Na gut, liebe Freunde, das hat sich ja schon mal gelohnt, sich hier ein bisschen genauer umzuschauen. Und ich würde mal sagen, in der nächsten Folge folgen wir dann wieder dem Hauptpfad. Der führt uns nämlich da vorne weiter. Irgendwo geht's weiter in den nächsten Raum. Ich gucke nochmal ganz kurz, was der Name des Raumes war. Hier, Wartung B414, das wird wohl der richtige Raum sein, den wir benutzen müssen, um hier im Spiel weiterzukommen. Und genau hier gehen wir auch weiter. Morgen in der nächsten Runde von The Callisto Protocol. Ich sage Dankeschön fürs Zusehen und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.